Sagen Sie mir, wie viel wissen Sie über Davy McKelly? Nicht viel, Mister. Kennen Sie die US Quellen nicht von David McKellack? Wollen Sie mich verarschen? Ich verstehe Sie keinen Wort, du Arschloch! Vergessen Sie es. Hermano, was hast du gesagt? Oh, wollen Sie mich verarschen, oder was? Wie bitte? Vielleicht mehr. Ja, richtig so. Weg mit dir! Activated. Verdammte Scheiße! Wo bin ich? Die verdammten Ziola macht dann, haben das ja genau gewusst. Hallo? Jemand da? Da ist etwas dabei auch nach der Gesellen. In Schottland war das nicht so. Oh, ist hier jemand? Können Sie mir sagen, wo ich bin? Hallo? Machen Sie auf, verdammte Scheiße. Wo bin ich? Da auch niemand hier, hä? Hallo? Weiß natürlich niemand. Ja. Niemand will den Diabet helfen. Microphone activated. Verdammte Scheiße. The Lady? Entschuldigen Sie, Mann. Lady? Entschuldigen Sie, Mister. Hallo? Was kann ich für Sie tun? Was Sie für mich tun können, sagen Sie mir, wo ich bin. Aber ich bin ja gerade angekommen und verdammte Scheiße, ich meine, wo sind wir hier? Sie sind hier in Blackwater. Was für Black? Blackwater, so heißt diese kleine Örtlichkeit hier. Blackwater, Alter. Ja, ziemlich staubig hier. Ja. Natürlich, auf jeden Fall. Aber halt ein schönes Örtchen am Fluss, ne? Ja, das stimmt wohl, ja. Ja, die See hat mir ganz schön gefallen, ja. Aber wenn ich mir diese Gegend mal anschaue. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Herr Dark, Mr. Dark. Mr. Dark? Freut mich. Ja, genau, von der Dark. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ach, entschuldigen Sie, ich ja, bin. Ja, vielleicht schauen Sie mal im Salon vorbei, da werden Sie sicherlich Leute finden. Ja, wo ist der Salon? Wie bitte? Und sagen Sie mir, wo ist denn der Salon? Ja, Sie gehen dort die Straße hoch bis zur Kreuzung, da wo das Haus mit dem grünen Vordach ist. Und dann gehen Sie nach rechts. Da werden Sie auch schon Leute finden. Also der Salon ist immer besucht um die Zeit. Ja, was haben wir denn für eine Zeit? Wissen Sie das? Ja, also wir haben jetzt aktuell, ich glaube, eine halbe Stunde nach dem siebten Glockenschlag. Microphone activated. Okay. Ja, ich hab die Uhrzeit, hab den Tag, alles vergessen. War jetzt ein paar Tage auf See und... Ja. Das Problem ist... Aber schauen Sie doch einfach auf die Sonne, so wie der Sonnenstand ist. Ja, es wird Abend, ja, das sehe ich. Gut. Ja, genau, so ist es. Gut, Gentlemen, ich wünsche Ihnen dann noch einen angenehmen Abend, ja, und gute und sichere Reisen. Ihnen auch, ja. Microphone activated. Vielen Dank. Entschuldigung. Man? Tommy. User in your channel, timed out. Scheiße, Frage. So ein Typ meinte vorhin, ich sollte mal in den Salon vorbeischauen. Wo ist denn der? Hinter Ihnen. Hinter mir? Ist das das? Das ist das Gebäude mit dem Tausend. Ja. Ja, ich bin gerade angekommen und ich kann dich lesen, verdammte Scheiße, deswegen. Tut mir leid. Kein Problem. Finde ich da nicht. Viel Spaß. Einen schönen Tag. Auch,
Body. Können Sie mir sagen, wo ich bin? Wo Sie sind? Ja, ich bin gerade mit meinem Boot angekommen und ja. Wo bin ich hier? Ach so, Sie sind hier in Blackwater. Was für Black? Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Schottland. Entschuldigen Sie. Ah, dieser Staub hier. Oh. Ja, ich bin staubig hier. Aus Schottland. Und wo wollten Sie hin? Sie wollten nicht nach hier? Ja, ich sag mal, es hat eine kleine Vorgeschichte, aber ich bin auf einmal mit dem Boot hier angekommen. Man sagte mir, das ist das große Amerika. Aber wie das jetzt hier aussieht, weiß ich ja nicht. Ja, ich kann Ihnen hier zu Blackwater leider auch nicht so viel sagen, weil ich selber nicht hier wohne. Und wenn ich frage, wo. Aber kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ja, Sie können mir ja schon weiter. Also, wo muss ich hin? Was muss ich machen? Also, Sie verstehen ja schon. Also, ich bin gerade angekommen, ich weiß nicht wohin. Sie sind jetzt ganz, ganz neu hier. Ja, und vor allem ja noch verwirrt. Der andere Typ da drüben hat gesagt, soll mal in den Salon gehen, aber da war niemand. Ich weiß nicht mal, wo der Salon ist. Aber das Problem ist, ich kann nicht lesen. Der Salon. User in your channel timed out. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo der Salon ist. Ich muss jetzt kurz auch hier warten, weil ich gerade jemanden hier zum Doktor gebracht habe. Sonst könnte ich Ihnen jetzt zeigen, wo der Salon ist. Aber haben Sie Hunger? Nee, alles gut. Ich bin Durst? Bei mir ist gerade alles in Ordnung. Soweit alles gut. Ich will eigentlich nur wissen, wie ich okay, von cool. A nach B komme, sage ich jetzt mal. Haben Sie auch noch gar kein Feld oder gar nichts. Entschuldigen Sie, ich bin nicht dran gewöhnt an der Staubige hier. Schottland besteht hauptsächlich aus Festland. Ja. Oder wo ich herkomme. User disconnected from your channel. Warten Sie einen Moment, ich schau mal eben auf die Karte. Sie haben eine Karte. Was ist das für eine genau. Was ist das für eine Karte? Darf ich mal sehen? Ja, natürlich. Hier, schauen Sie mal. Verdammte Scheiße, das ist so groß hier. Das ist ziemlich groß hier alles. Und wenn Sie sehen, da sehen Sie auch die Symbole für die Saloons. Ja, wie gesagt, ich kann auch nicht lesen, ich weiß ja nicht. Sir? Ja. Moment kurz. Ich suche Howdy, Sir. Kann ich jetzt nicht einfach stehen Guten lassen? Tag. Kein Problem. Nee, ja. Sehr gut. So, also. Am besten, ich würde Ihnen empfehlen, für den Anfang sich ein Pferd zu besorgen. Ja, so ein schwarzes wäre ganz gut. Damit Sie gut von A nach B kommen. Ja, so ein schwarzes Eyach wäre ganz gut. Können ja mal am Stall fragen, was die haben. Und das wäre die erste Frage, wo werden dieses Stall? Wissen Sie es? Ich kenne mich hier auch nicht aus. Oder kann mich jemand hinführen oder so? Wenn jemand Zeit hat, natürlich. Guck nochmal auf die Karte. Ah, hier ist ein Stall. Ich weiß aber nicht, ob die tatsächlich auch Pferde verkaufen. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Können ja mal hingehen. Das ist einmal natürlich Pech, wenn ich hier strande und es nichts gibt. Das kann auch nur mir passieren. Was kann man für Sie tun? Ja, ich bin gerade angekommen, Mister. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben. Und irgendwas mit Black bin ich hier, meinten die. Heißt dieser Ort. Sie sind auch ein Black, ja? Nee, ich bin kein Black. Verstehe.
Sie wollen meinen Namen wissen, oder wie? Ja. Mein Name ist Daibit. Ja, nicht doch. Ich bin sehr neugierig. Daibit. Ja, Daibit. Ich bin Mr. Black, stellvertretender Sheriff hier. Deswegen, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, das frage ich. Es gibt hier viele Leute, die nicht lesen und schreiben können. Ja, das ist die Frage. Ja, wie gesagt, ich bin gerade angekommen und wohin, was, wie? Irgendwas meinte die, wir sollen eine Yacht brauche ich, aber im Stall, wo ist dieser Stall? Eine Yacht. Tut mir leid, das ist mein Dann, Name. Der ist dort. Tut mir leid, Pferd heißt es auf ihrer Sprache, nicht wahr? Ich komme aus Schottland, deswegen. Ja. Noch. Ah, verstehe. Und was ist da drüben? Jetzt den passenden Platz. Das ist der Stall. Da kriegt man ihr Pferd oder Muli oder Esel. Naja, Sie wissen doch, was ein Esel ist, oder nicht? Ja, nee, ein Esel ist so ein braunes Tier, das kleiner ist als ein Pferd. Okay. Ja, ja. Ein Muli ist eine Mischung aus einem Pferd und einem Esel. Muli, okay. Aber die Lady da meinte ja vorhin irgendwas mit Fangen. User disconnected. Das habe ich damals mit meinem Vater, ich erinnere mich. Sie können auch ein Pferd fangen. Ich erinnere mich, Mister. Ich habe damals mit meinem Vater so, tut mir leid. Pferde gefangen und dafür hatten wir so ein Seil. Kann ich mir so ein Seil kaufen hier? Ja, das können Sie sich bei der Crane Farm kaufen. Beim Werkzeugmacher. Das Lasso ist sozusagen bei uns ein Werkzeug. Verstehen Sie? Ja, und wo ist diese Laden? Ich begleite Sie. Deputy, wollen Sie mich begleiten? Meinetwegen, ja. Meinetwegen. Zu Fuß? Natürlich mit Pferd. Ah, bin ich beruhigt. Vielen Dank, ja. Wir Blackwater sind natürlich dafür bemüht, dass unseren Bürgern es gut geht. Auch wenn sie gerade angereist sind. Ja. Notiere ich mir. Mikrofon muted. Aber echt geil, oder? Also. Wird jedem geholfen, der Hilfe braucht. Mikrofon aktiviert. Es verstößt gegen das Gesetz. Hier gibt's also auch sowas wie ein Gesetz hier in dem großen Amerika. Oder was in Amerika, oder? Ja, nur dass wir das Gesetz sind. Ja, ich kenne solche Leute. Die Sheriffs und die Deputies vertreten das Gesetz. Und die Sheriffs sozusagen machen das Gesetz. Ja, ich kenne solche Sierra macht dann, aber. Ja. User disconnected from your channel. Ich sag mal so, in Schottland sind die Sierra macht dann. Naja, nicht so hilfsbereit wie sie gerade. Nö, ich hab gelernt. Wie bitte? Zurückgegeben. Wenn man hilfsbereit ist, dann kommt irgendwann mal, eine gute Tat des anderen Herrn, der Hilfe gebraucht hat und gekriegt hat. Na dann kommen Sie. Steigen Sie auf das Pferd. Ich hoffe, soll er gesund sein, irgendwie, meinte meine Mutter. Was haben Sie denn vor mit dem Lasso, Sir? Er will sich ein Pferd fangen. Aber die Brandbahn doch nicht, oder? Ich habe gehört, es gibt tatsächlich ein paar, die Brandbahn. Ansonsten vielleicht für den Anfang so ein Muli. Aber ich habe auch gehört, man kann tatsächlich ein Pferd schon auch... bei einer Farm holen, wenn Sie wollen. Wir reiten ja gerade zu einer Farm. Da können Sie sich vielleicht sogar sofort ein Pferd besorgen und müssen sich nicht erst ein Lasso holen. Also, wie viel Dollar haben Sie denn bei sich, wenn ich fragen darf? Lassen Sie mich mal schauen. 1, 2, 3, 4. Auf jeden Fall viele Münzen. Viel Kleingeld. Na toll. Na dann kommen Sie mal.
Sie brauchen mindestens 18 Dollar, aber naja, wenn Sie nicht unbedingt rechnen können. Ich hab so lange kein Geld mehr gesehen, Mister. Es überrascht mich, dass ich hier überall was habe. Ja. Sind Sie so einer, der, naja, nicht unbedingt viel Geld hat? Oder wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das Ihnen sagen? Wir nannten sowas Butler. Nicht Butler. Ich sag mal so, diese Menschen, die auf dem Boden saßen. Ich sag mal so, ich bin in gute Verhältnisse aufgewachsen, aber die Vergangenheit holt man einen sehr schnell ein. Wissen Sie? Verstehe. Aber ich kenne Sie ja nicht, deswegen erzähle ich Ihnen. Also sind Sie ein Ziehkind? Wie bitte? Sind Sie ein Ziehkind? Was für ein Ziehkind? Ein Kind, das von anderen Eltern erzogen wurde. Ja, also, das weiß ich nicht. Ich hatte eine Mutter, ich hatte einen Vater. Aber die haben, mir nicht gesagt, ist jetzt meine wirkliche Mutter oder ist mein verdammter Vater. Aber keine Ahnung, wisst ihr. Verstehe. Mutter ist auf jeden Fall tot. Dieser Melton. Was denn eine nette Mutter? Ob es eine nette Mutter war? War sie nett zu ihm, meinte er. Ja. Nein, sag ich jetzt mal. Wenn sie wissen, was Maltair heißt, dann. Maltair heißt es in unserer Sprache Betrüger. Betrüger? Verstehe. Sie können sich ausdenken, was meine Mutter war. Ja, ich kann es mir denken. Aber mein Vater war ein ganz guter, der war ein... Solange Sie kein Betrüger werden, ist doch alles in Ordnung. Ich versuche mein Bestes, Sir. Das war doch der aus Ennisburg. Es gibt andere Städte hier. Es gibt auch noch andere Städte hier, ja. Umso weiter sie in den Süden reiten, umso mehr Banditen sehen sie. Ja, Banditen kenne ich, ja. Das... Ja, das kennt, glaube ich. Was gibt es denn so für Städte, Sir? Och, es gibt Zontani, das ist so die sozusagen die größte Stadt hier. Dann gibt es Blackwater, da wo wir gerade herkommen. Versuchen Sie nochmal aufzusteigen. Gehen wir querfeld ein. Sir, wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf. Natürlich. Es ist billiger für Sie, wenn Sie das Pferd... Es ist billiger für Sie, wenn Sie das Pferd kaufen, anstatt selbst zu fangen und zu brandmarken. Wie billiger? Also ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie irgendwie das Lesen und Schreiben tatsächlich erlernen. Wie alt sind Sie denn, Dave? Ich habe aufgehört zu zählen, aber es sollte so um die... Ich weiß, wann ich geboren wurde. Das ist 49. 49. Ei. Was für ein Jahr haben wir? 1899. Oh, verdammte Scheiße. 1899, die Zeit vergeht aber auch. Meine Fresse. Sie sind verdammt alt, sag ich nur. Aber gut, ich bin ja auch schon 41. Ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber ja. Können Sie mir sagen, wie alt ich bin? 50. Schon die 50? Ah, ja. Das erklärt die Knochen, ne? Mr. Black, wie alt sind Sie? 41. Wie? 41. Oh, weia.
Da, wo ich aufgehört habe zu zählen. Das müssen Sie doch eigentlich schon wissen, habe ich Ihnen das schon nicht erzählt. Nicht, dass ich wüsste. Da, wo ich aufgehört habe zu zählen, war ich noch 39, aber als ich schon 50 Jahre alt bin, meine Fresse. Und ich glaube, ich höre auch mit 39 aufzuzählen. Ja, die Zeit war eine schwierige Zeit, Mister. Ich rede nicht gern drüber. Nein. Aber gut, wenn Sie schon 50 sind, dann könnte es tatsächlich schwierig sein, ihn auf das Beinchen zu bringen. Das Lesen und Schreiben an. Das Ding ist, ich weiß ja nicht wie. Naja, zum Geld verdienen muss man nicht lesen und schreiben können. Ja. Das Ding ist, ich rede. Oder wenigstens recht. Aber ich weiß ja nicht, wie lange Gott für mich meine Tage hat. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Also, ich habe gehört, es gibt eine Lehrerin im Waisenhaus. Von Valentine. Das ist eine andere Stadt. Und wie heißt es? Was haben Sie gesagt? Wie heißt die Stadt? Mr. Black? Ja. Valentine. Das hört sich gut an. Ja, Deputy. Ja, ich wollte nur sagen, dass der Mann sie nicht verstanden hat. Verstehe. Gut, können Sie den Namen leiten? Ich habe tatsächlich noch was zu tun in Blackwater, wenn Mr. Winter endlich aufgetaucht ist. Ja, okay. Bringen Sie ihn zur Grain Farm und besorgen Sie ihm ein Pferd. Wenn er zu wenig Geld hat, naja, dann weiß ich auch nicht. Dann muss er sich wahrscheinlich ein Lasso besorgen oder er versucht es selber zu bereiten. Okay. Ich hoffe, die Farms haben noch geöffnet. Es geht wohl irgendein Virus um. Mit Pferden. Oder Tieren. Was für ein Virus? Irgendein Virus, der ist wohl gestern in den Städten hier Tiere gestorben. Wildtiere. Ah, die armen Ex. Sind ja sehr schön. Ich weiß nicht, wie die Farms sich jetzt verhalten. Das sind ja sehr schöne Tiere, die Eggs, aber wenn die so sterben, das bricht sogar mein Herz. Ja, es ist auf jeden Fall sehr traurig, ja. Aber ich weiß nicht, wie die Farmen drauf reagieren. Wie sollen die denn reagieren? Ja, ich weiß nicht, wenn es irgendwie ein Virus ist, der sich unter Tieren verbreitet, vielleicht haben die Farmen gar nicht geöffnet. Aber eigentlich müsste Mr. Black das wissen. Ja, stellvertretender Sheriff. Wenn ich fragen darf, wer sind Sie? Mein Name ist Witte, ich bin Deputy in Blackwater. Mr. Witte. Genau, Witte. Freut mich, Sie kennenzulernen. Witte. Ja, freut mich auch. Wie war Ihr Name? Zu Hause sagt man so mit Diabet. Aber die Sioche macht dann in Schottland nannten mich immer Davy. Davy, alles klar. Aus Schottland kommen Sie also? Ja, Schottland. Buckingham. Buckingham, noch nie gehört. Das ist eine große, verkorkste Stadt, sag ich Ihnen. Okay. Naja, hier rechts ist auf jeden Fall der Eingang zu der Ranch. Oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Ja, falls Sie Arbeit suchen, Sie haben natürlich mehrere Möglichkeiten, hier Geld zu verdienen, wissen Sie? Ja. Sie können Gold schürfen oder sich Ihr Glück versuchen im Erzabbau oder im Holzabbau. Da sind Sie Ihr eigener Chef. Oder sie suchen halt einfach, versuchen ihr Glück bei einer Farm. Vielleicht werden sie dort angestellt. Ja, das Farmleben, das wäre vielleicht was, ja.
Wenn ich mir diesen Ort mal anschaue, dann... Ja. Fühle ich mich da schon ein bisschen wohler. Als jetzt. Vorhin in diesen Black. Ja, es gibt einige Farmen. Hier in der Region. Naja, wir schauen mal, ob wir jemanden antreffen. Leben hier auch noch andere Leute, so wie Sie, ich und so weiter. Eben ganz viele Leute. Es gibt die Ureinwohner neben uns noch hier. Und weiter im Westen, naja, dort liegt Mexiko. Mexiko. Im Südwesten. Was ist da leben, dieses Mexiko? Ja, leben viele Mexikaner. Was ist denn dieses Mexiko? Das ist ein Land. Mehr Land? Und ja, ein Land. Ja, ja. Na, hier rechts, vielleicht stehen da Leute von der Farm. Da stehen da drei Leute. Vielleicht arbeiten die hier. Ich sehe es, ja. Da reitet sogar noch jemand da drin. Abend. Wollen Sie jetzt zur Farm? Ja, genau. Dann würde ich Sie bitten, einmal Ihr Pferd vorne anzubinden, also da, wo dann Richtung Tor. Alles klar, will ich tun. Danke. Pauli. Guten Abend. Guten Abend. Wie kann ich helfen? Ja, ich habe ja, der Herr neben mir sucht ein Pferd. Der Herr neben mir sucht ein Pferd. Hallöchen, was haben Sie sich denn vorgestellt? Oder sagen wir mal andersrum, wie sieht es mit den preislichen Vorstellungen aus? Aber so rum an. Ja, das Problem ist, ich bin gerade angekommen und ich kann nicht zählen, ich kann nicht rechnen, schreiben. Ich weiß nicht, ich habe hier ein paar Münzen in meiner Tasche, aber ich weiß nicht, wie viel das ist. Können Sie mal nachzählen? Ich könnte nachzählen, ja klar. Ich gebe Ihnen das mal alles hier. Können Sie mal das nachzählen, wie viel ich hier habe? Okay. Ja, das kann ich machen. So, fangen wir mal an. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25 Dollar haben Sie. Okay, ich reiche die jetzt erstmal wieder rüber. User disconnected from your channel. So. Also, Sie haben 25 Dollar. Ich könnte Ihnen jetzt in dem Preis einen Kentucky-Settler vorschlagen, ein American Standard Bread. Der wäre aber ein bisschen teurer als der Kentucky. Genau, also das sind so die zwei, die wir jetzt aktuell im Stall haben, die auch in ihrem Preis liegen. Ich würde Ihnen einmal die Kentuckys zeigen. Da wären wir bei 11 Dollar und dann zeige ich Ihnen auch nochmal als Alternative die American Standard Breads. Da sind wir dann allerdings bei 20 Dollar. Ne? Ja, am besten wäre. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal durch und ich... Genau, dann würde ich direkt gleich... wie gesagt, bei den Kentuckys anfangen, weil die sind bei 11 Dollar die günstigsten hier. Gute Pferde. Ne? Also ich würde sie einfach mal bitten, wenn sie mir einfach mal folgen würden. So, sie können gern auch gleich durch die Tür vor uns gehen. Ich komme gleich hinterher. So, das ist ein Fuchspinto, ist allerdings sogar die einzigste Farbe zurzeit aktuell, die wir am Stall haben. Die anderen sind leider schon wieder verkauft worden. Ja, ich denke. Genau. Also da hätten wir wirklich nur. Also ich sage Ihnen, ich denke. Fürs Erste reicht das ja, glaube ich.
definitiv. Also es ist ein anfängerfreundliches Tier, sagen wir immer die Rasse. Genau, sie könnten sich jetzt nur entscheiden, ob sie eine Stute oder einen Hengst haben wollen. Das ist ja aktuell gerade eine Stute. Wir haben aber allerdings auch noch einen Hengst im Stall. Von derselben Farbe. Das müssen sie wissen. Ja, geben sie mir eine Steile. Tut mir leid. Stute. Den Hengst. Ah, Stute, okay. Also ich hätte jetzt echt auf den Hengst getippt. Gut. Alles klar, okay. Ja, ich komme aus Schottland, das ist vereinzelte Wörter, das sind immer noch schottisch. Alles gut. Solange wir uns jetzt trotzdem verstehen, ist ja, sollte das kein Problem sein, ne? Ich werde Ihnen da einmal eine Quittung ausstellen für dieses Tier. Da können Sie dann auch direkt mir das Geld nach dem Erhalt der Quittung geben. Und dann kümmern wir uns um die Papiere des Pferdes, ja? Alles gut. Gut. So, dann kommen wir ein Stückchen, sonst muss der nette Herr neben Ihnen nämlich zahlen. So, dann stelle ich in 11 Dollar jetzt einmal in Rechnung. Ja, nehmen Sie sich einfach das Geld raus. So. Mikrofon aktiviert. Genau, alles klar. Gut, ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3, 10, 11 Dollar, genau. So, und jetzt bräuchte ich einmal Ihre Papiere. Ach, ja, Papiere. Wo sind die Papiere? Also, habe ich Papiere? Weiß ich nicht. Schau mal in meine Taschen, oder? Ich, glaub, mach so, alles gut. Ich glaube, ich habe keine. Mr. White. Ja, Sie sollten Papiere bekommen haben. Wenn Sie hier eingebürgert wurden. Ja, ich bin mit meinem Boot hergekommen. Ich weiß nicht, ob die mir Papiere eingesteckt haben, aber ich schau mal, ganz kurz. Natürlich, das Government bringt immer Papiere, wenn sie einwandern. Würde mich sonst wundern. Mikrofon muted. Können Sie sich an einem Finger abzählen, dass sie Papiere haben? Ist es das hier? Sehr schön. Ist es das hier? Super, dann trage ich das aktiviert. Alles gut, ich hab's im Kopf. Was haben Sie gesagt? Government. User disconnected from your channel. User in your channel timed out. So. Dann notiere ich das hier mal eben. So. Ich gebe Ihnen dann erstmal die Papiere für Ihr Pferd. Vielen Dank. Alles gut. Ich hole Ihnen dann jetzt noch einmal ein Pferdefutter dazu. Das gibt es beim Kauf bei uns einmal kostenlos dazu, weil es heißt ja immer so schön, Liebe geht durch den Magen. Die Kleine ist jetzt noch ein bisschen aufgeregt, das legt sich aber gleich. Wenn es um den Namen des Pferdes geht, dann müssen Sie das Pferd dann einmal bloß ein bisschen schärfer ansehen. Die meisten lassen dann auch gut erkennen, ob sie vielleicht schon einen Namen haben. Es klingt jetzt blöd, ist aber wirklich so. Viele Pferde, die sehen halt wirklich aus wie eine Karotte zum Beispiel, ne? Und dann, also jetzt nicht böse gemeint, wenn man die Pferde dann scharf ansieht, dann weiß man eigentlich meistens schon, wie die Seele des Pferdes ist, ne? Genau. Und das Pferd hat hier einen Namen? Sie können das Pferd einmal mit nach vorne nehmen. Das Pferd hat hier bei uns jetzt noch keinen Namen erhalten. Das überlassen wir den Besitzern. Also das heißt, wenn Sie jetzt das Pferd dann einmal so ein bisschen in die Seele gucken, dann können Sie das auch jederzeit in den Papieren dann ändern. Das ist alles kein Problem. Ja, okay. Was haben wir gesagt? Ich soll das Pferd führen? Genau, Sie können es mit rausführen, Sie können sich aber auch draufsetzen und durch das
Paddock Tor auf ihrer Linken da reiten, wie sie möchten. Haben wir draußen auf dem Hof und ich komme gleich mit dem Pferdefutter zu ihm. Alles gut. Okay, komm mal. Komm mal, Süße. User disconnected from your channel. Süße. Microphone muted. David nennt das Pferd schon Süße, ey. Er hat eine Ex-Frau oder Ex-Freundin. Und er nennt das Pferd schon Süße. Alter, was ist mit dem Davy los? Davy, verdammte Scheiße, was nennst du das Pferd schon Süße? Okay, komm mal, kann ich jetzt auf dich? Microphone activated. Hoppala. Ah, braves Pferd. Was gebe ich dir jetzt für einen Namen? Du bist jetzt ein Weibchen, ne? Chat, Namenswünsche? So. Dann überreiche ich ihm noch einmal das Pferdefutter. Vielen Dank. Kein Problem. Ansonsten passen sie auf sich auf. Ja, und dann wünsche ich ihnen alles Liebe mit der Guten hier und ihnen natürlich auch im County. Und dann vielleicht bis bald. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Nochmals, tut mir leid. Alles gut. Mein Name ist Claire Willow. Willow. Genau. Freut mich. Vielen Dank. Kein Problem. Ja, und ich gebe Ihnen einen ganz gut gemeinten Tipp. Gehen Sie als nächstes nochmal zurück nach Blackwater, öffnen Sie sich da ein Bankkonto und lassen Sie das Geld bitte auf der Bank. Okay. Weil sonst sind Sie Ihr Bargeld schneller los, als Ihnen das lieb ist. Bank, ne? Okay. Ja, die meisten Betriebe, wie Sie es ja gerade eben schon gesehen haben, kann man mit Schuldschein ganz gut abgleichen. Das heißt, Sie unterzeichnen und wir können uns das dann bei der nächsten Bank abholen. Das ist kein Problem, aber so können Ihnen sonst... die Diebe eins auswischen und sie des Geldes bestehlen, was ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, ne? Ja, aber sagen Sie mir, ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber kann man der Bank vertrauen hier? Weil damals in Schottland, ja. Der können Sie vertrauen. Also wir hatten bis jetzt noch keine Probleme mit der Bank, es ist, echt eine sichere Sache, wenn sie doch mal ausgeraubt werden, dass die Banditen gleich direkt sehen, okay, hier gibt's kein Geld zu holen. So ist das. Ja, ich hab's selbst jetzt erst vor kurzem erlebt, da durfte ich mir dann noch anhören, warum ich kein Bargeld mit mir trage. Ja, also es ist wirklich eine echt sehr gute Sache, wenn sie ihr Bank einfach, wenn sie ihr Geld einfach dort lassen. Okay, okay. Aber gibt viele Banditen, sagen wir jetzt mal, hier im Land. Aus dem Land Amerika. Sehr viele. Viele? Sehr viele gibt's hier. Ja. Sehr, sehr viele. Da ist wohl der Kollege hier zuständig für die Banditen. Genau, ich wollte gerade sagen, dafür ist dann der nette Mann neben ihm zuständig. Das ist dann nicht mehr unser Part. Da sind wir raus. Was ist denn mit dem? User in your channel timed out. Richtig. Das ist normal. Alles gut. Alles gut. Gut, wenn dann keine Fragen mehr sind, würde ich mich dann um das Feld weiter kümmern, nicht dass mir die Pflanzen vertrocknen oder eingehen. Alles gut. Nee, dann, sollte natürlich irgendwas mit dem Pferd sein. Können Sie gern wieder zu uns kommen? Noch eine Frage, was, wenn ich fragen darf. Der Kollege meinte irgendwas wegen einem Virus. Hat das Pferd das Virus, oder? Ob das jetzt ein Pferd direkt übertragen hat, wissen wir aktuell auch noch nicht. Wir haben nur, wir waren leider mit dabei, als letzte Nacht jetzt 7 Wildpferde im Blackwater hineingeritten sind, gerannt sind und total panisch dann leider verstorben sind. Was es jetzt genau ist, wissen wir nicht.
Wir haben das jetzt aber so geregelt, dass wir alle fremden Pferde, also die Pferde, die nicht auf den Hof gehören, weiter außerhalb der Ranch abstellen. Einfach, damit wir halt unsere Pferde halt auch schützen. Hier, wir wollen halt weiter versichern können, dass unsere Pferde gesund sind, wenn wir sie verkaufen. Es wurden Proben entnommen von den toten Tieren, die wurden nach Saint-Denis geschickt. Was da allerdings rauskommt, das, da müssen wir aktuell noch warten. Okay, ich verstehe. Uns wurde aber gesagt, dass so die Vermutung auf Tollwut liegt, weil es wohl auch wilde Tiere gibt, die neben Schaum im Mund, was ja so ein typisches Zeichen dafür ist, auch ja, ich weiß, was Tollwut ist. Kräftiger als vorher sind. Ne? Also eine gute Freundin von uns, die wurden von Wölfen angefallen und die Wölfe haben fast ein ganzes Magazin gefressen, obwohl sie jedes Mal getroffen worden sind. Also, na, da einfach ein bisschen aufpassen. Ja. Alles gut. Aber das sollte ja nicht auf mich. Ja, wenn Sie in nächster Zeit Wildtiere sehen, dann flüchten Sie. Am besten so schnell wie es geht mit dem Pferd. Genau. Also wir machen das jetzt auch hier auf dem Hof so. Die Wildpferde vertreiben wir komplett, also weil meistens treiben sie sich auch gerne mehr hier auf den Wiesen rum, auf der Freifläche rum. Die vertreiben wir dann nach draußen und Wildtiere erlegen wir halt hier einfach in den eingezäunten Bereich. User disconnected from your channel. Weil man weiß ja wirklich nie. Passen sie da einfach ein bisschen auf. In den Städten ist es jetzt meistens so, die wollen wohl, dass die Tiere ein bisschen außerhalb stehen bleiben, die Pferde. Also so machen wir es persönlich auch. Wenn wir nach Blackwater reiten, die lassen die Pferde dann außerhalb von Blackwater und laufen dann rein. Einfach für die Sicherheit der Tiere und vor allem auch für uns. Alles klar. Ja. Mr. White, stimmt's? Ja, bitte, ja, richtig. Können Sie mich nachher nochmal nach Blackwater finden? Weil, hab's vergessen, wo das war. Tut mir leid. Natürlich. Natürlich. Kein Problem. Am besten ist es tatsächlich, Sie öffnen sich dort direkt ein Bankkonto. Ja, das sagte ich ja auch schon. Am besten direkt zur Bank bringen. User in your channel, time down. Sehr schön. Dann wünsche ich den Herren einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf und. Ja, gleichfalls. Ihnen auch. Dankeschön. Mal, ja? Schönen Abend. Dankeschön. Was gebe ich denn jetzt für einen Namen? Aufpassen. So, hoppala. Okay, komm. Ich muss sagen, das Pferd sieht auch ganz schön aus, Mister. Ja, ist die gleiche Rasse. Und das Pferd hat mir bis jetzt immer gute Dienste geleistet. Aber ihr habt geschossen. Das ist normal. Ja, ich glaube, da werden Wildpferde verjagt. Aber das sind also Wildpferde, die anderen Pferde hier wurden draußen. Ja, es ist im Moment eine ziemliche Panik ausgebrochen. Und sind Sie schon lange hier? Etwa einen Monat. Ein Monat? Hat 31 Tage, stimmt's? Und, ja, genau. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie Geld verdienen wollen in Zukunft? Nehmen Sie sich mir nicht übel, Mister, aber ich bin heute angekommen, ich möchte irgendwann mal vielleicht schlafen gehen. Und dann vielleicht morgen, muss ich überlegen, was, natürlich. Was will ich tun? Was will ich tun? Woher kommt mein Geld? Wenn Sie dort Informationen brauchen, wenden Sie sich gerne immer an die Deputies oder Sheriffs einer Stadt. Ja, okay. Die geben Ihnen immer Auskunft. Hier jetzt links. Und das ist
ist immer jemand in der Stadt, stimmt's? Wie bitte? Und es ist immer jemand in der Stadt, stimmt's? In der Stadt ist es eigentlich immer jemand, ja. Am besten, wir lassen gleich unsere Pferde vor der Stadt stehen. Das meinte ja die Lady. Irgendwas zum Schutz der Pferde. Genau, weil in der Stadt sind die momentan nicht so gerne gesehen. User in your channel timed out. Schauen Sie mal nach rechts, Mister. Das wäre doch was für den Navy. Ja, das stimmt. Haben die auch so ein Haus, oder? Nein, ich wohne im Hotel in Blackwater. Schlafen, also wo kann ich schlafen, Mister? Wo kann ich die Nacht verbringen? Ich hab's in der ersten Zeit so gemacht, dass ich, als ich noch kein Geld hatte, einfach in einer Scheune auf dem Heu geschlafen habe. Alles klar. Gibt's hier in Blackwater eine Scheune? Natürlich, von uns aus gesehen auf der linken Seite. Sich hier hinter den Zelten. Ah ja, dieses Haus. Am besten, wir lassen die Pferde hier jetzt stehen. Okay, geh mal. Bisschen später. Ja, dann gehen wir erstmal zur Bank. Können Sie mir sagen, wie spät? Also die Dame hat mit ihrem Ratschlag auf jeden Fall recht. Nee, leider habe ich keine Uhr. Die genaue Uhrzeit kann ich nicht sagen. Ja, so ein Herr hat da irgendwas gesagt, so wegen dieser Sonne da, aber. Ja, ich wollte mal sagen, die Sonne ist kurz vor Untergehen, das ist auf jeden Fall Abend. Ja, das ja. Gibt es auch keine Kirche oder was? Also tut mir leid, die Uhrzeit. Nee, hier in Blackwater gibt es keine Kirche mit Uhr. Also Sie könnten sich, wenn Sie mal Geld übrig haben, eine Taschenuhr kaufen. Und das wäre mal eine Idee, ja. Ja, spare ich auch noch. Mikrofon muted. Ja, es läuft. Bitte. Mikrofon activated. Warum tragen Sie denn einen Bandana? Ah, bei Gelegenheit würde ich Ihnen auch empfehlen, sich so ein Halstuch zu kaufen. Solange es diese Seuche hier gibt, wissen Sie. Weil bis jetzt weiß keiner, ob die auf den Menschen übertragen werden kann. Ja, vielleicht habe ich sowas, warten Sie. Nee. Okay. Leider nicht. Das ist nur der Schal hier. Ja, machen Sie bei Gelegenheit, wenn Sie in einem Kleidungsladen sind. Genau. Ja, ich schau da. Naja, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen die Bank. Guten Abend, Mister. User in your channel timed out. Ja, in Schottland war das verboten, solche Tücher zu tragen. Ja,
Das ist eigentlich hier auch nicht gerne gesehen, aber jetzt wo die, gibt's eine Ausnahme. Naja, hier ist auf jeden Fall die Bank drin. Ja, okay, ich schau mal. Können Sie reingehen und dein Konto eröffnen. Guten Abend, Mister. Ja, ich würde gerne so ein Konto eröffnen. Geht das? User disconnected from your channel. Warten Sie. Mister? Der Kollege fragt mich auch, ob ich was einzahlen möchte. Soll ich hier mein Geld alles abgeben? Howdy. Howdy. Guten Abend. Hey, ja, ich empfehle Ihnen, den größten Teil Ihres Bargeldes oder Ihres Geldes immer auf der Bank zu haben. Ein paar Dollar in der Tasche sind immer gut. Aber, okay, wie will das naja, sein? Ich würde dann an Ihrer Stelle alles bis auf 5 Dollar einzahlen. Alles klar. Da werde ich das gleich machen, ja. Okay, Mister. Ich würde hier gerne ein bisschen was einzahlen. Microphone muted. Machen wir gerade alles. Bitteschön. Bitteschön. So. Microphone activated. Ja, einen schönen Abend, ja. Vielen Dank. So, ich hab ihn auch abgegeben. Ja, sehr gut. Na dann, Sir, würde ich sagen, willkommen in unserem Land. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich werde mich mal ein bisschen ausruhen gehen. Oh, ich werde dann mal zu meinen Kollegen gehen, so langsam. Ja, genau. Ist der... Dann, vielleicht sieht man sich wieder. Ja, wer weiß. Ich werde bestimmt mal jetzt oder die Tage mal hier in Blackwater sein, aber mal schauen. Auf jeden Fall einen schönen Abend, Mister. Ja. Ja, gleichfalls. Weißt du, was haben Sie denn für eine Sauerei? Hier liegen ja die ganzen Gedärme rum. Wollen Sie das nicht irgendwie wegtun? Das schreckt doch die Leute ab. Scheiße, was sehe ich denn hier, ey? Ein verdammtes Reh. Scheiße. Microphone activated. Guten Abend, Mister. Guten Abend. Amigo. Ja? Audir, ich habe eine Frage an dich. Ja, schieß los. Verdienische Dollares. Oh, Dollares, hermano. Da können Sie sich ein bisschen entfernen. Ich mag so nicht die Nähe von Männern. Wie bitte? Was machen Sie nicht? Ich mag nicht, wenn Sie... Ich hab Sie nicht verstanden. Ich mag nicht, wenn Sie mir so auf die Pelle drücken. Aber... ich bin erst heute angekommen, also... Oh, ich sehe mich auch. Gerade. Erst gerade? Ich bin gerade angekommen. Mister... Hey. Wissen Sie, wie spät wir sind? Wie bitte? Wissen Sie, wie spät wir sind? Warte mal nur! Haben Sie mich gerade gefragt, wie viel Uhr wir haben, oder was? Ja. Wie bitte? Ja. Hören Sie nicht gut. Aber ich verstehe Sie nicht. Wollen Sie mich eigentlich verarschen, oder was? Wie spät wir es haben, Mister? Herr Manor, es tut mir leid. Oder ich bin ein bisschen übergewichtig, verstehst du? So, ich brauch Essen auch. Wie bitte? Ich hab sie nicht verstanden, nochmal. Ja, wie spät wir es haben, verdammte Scheiße. Da bin ich gerade gesagt. User in your channel timed out. Was haben Sie? Wollen Sie mich verarschen? Ich verstehe Sie keinen Wort, du Arschloch. Vergessen Sie es. Hermano, was hast du gesagt? Oh, wollen Sie mich verarschen, oder was? Vergessen Sie es einfach, ja? Oh, mach dich ab! Wie bitte? Leck mich. Ja, richtig so. Weg mit dir. Halt die Fresse. Mein Geld ist weg und das Pferd ist weg. Was soll...
Was soll das? Jetzt kann ich mich beschweren. Jetzt hau ich einen kaputt, verdammte Scheiße. Scheiß mir. Alles gut, Davy. Beruhig dich, Davy. Beruhig dich, Davy. Beruhig dich, Davy. Beruhig dich, Davy. Beruhig dich. Beruhig dich, Davy. Du haust niemanden kaputt, Davy. Du haust niemanden die Fresse ein. Du brichst niemanden die Nase, haust die Zähne nicht raus. Eigentlich würde ich es machen, aber... beherrsch dich. Ich will nicht meinen ersten Abend im Gefängnis verbringen. The phone activated. Sagen Sie, Mr. Nicht so ungut, aber... Sie sollten das schon reinigen, also... Ich weiß nicht, ob ich von Ihnen Fleisch abkaufen würde, wenn Sie so eine Sauerei haben, aber... Ja. Ich weiß, Sie sind Fleischer, wie Sie sagen, aber... Aber schauen Sie sich... Mister, wirklich nicht so ungut. Aber schauen Sie sich den verdreckten Scheißboden an. Und die Rehe... Ja, okay, die Rehe stellen wir nicht, aber... Aber schauen Sie mal den Boden an, also... Machen Sie die Scheiße weg. Das bekomme ich ja schon. Bekomme ich schon Brechreize. User disconnected from your channel.